Bezahlbarer Wohnraum ist in Tübingen wie in vielen Städten leider Mangelware. Ähnlich sieht es auch mit Fachkräften aus, insbesondere im medizinischen Bereich. Das Universitätsklinikum Tübingen baut deshalb jetzt 9 neue Wohnheime für ihre Schüler und ihr Personal und das Ganze nur fußläufig vom Arbeitsplatz entfernt. Am Mittwoch war Spatenstich. Hier unterhalb der Corona-Kliniken am Tübinger Schnarrenberg sollen die 9 Wohngebäude entstehen. 3 für Schülerinnen und Schüler, 6 für UKT-Personal. Die Gebäude bieten Platz für 520 Wohneinheiten, bestehend aus 1 bis 2 Zimmerwohnungen mit Küchenzeile und eigener Dusche. Wir haben oben wirklich, das ist das Schlimme, wenn man in die Schülerwohnheime reingeht, eine Dusche auf dem ganzen Flur, da ist Feuchtigkeit in den Wänden und das geht einfach nicht mehr. Damit kann man keine jungen Schülerinnen und Schüler nach Tübingen holen, die gewinnen für unser Klinikum. Insofern ist das dringend notwendig, dass was passiert und darüber sind alle sehr, sehr glücklich. Auch für den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer ist der Spatenstich zu diesem Projekt ein Meilenstein für das Klinikum und das Wohnen in Tübingen. Man baue hier keine grüne Lunge der Stadt zu, das Grundstück sei bereits gut erschlossen. Die Mitarbeiter könnten künftig gut zu Fuß oder mit dem Rad zur Arbeit pendeln oder die gut getaktete Linie 5 nehmen, die direkt am Grundstück hält. Hier entstehen fast 500 Wohneinheiten, fußläufig zum Klinikum, reserviert für Pflegekräfte und Auszubildende. Wichtig für die Patienten, aber auch ein wichtiges Zeichen, dass in Werkswohnungen in Tübingen wieder investiert wird, um die Verkehrsprobleme kleiner zu machen, vor allem aber um Fachkräfte in der Stadt überhaupt noch anwerben zu können. Ohne bezahlbaren Wohnraum ist das mittlerweile fast unmöglich. Dafür wird hier investiert. Rund 73 Millionen Euro soll das Bauvorhaben kosten. Das UKT als Bauträger konnte sich einen Festpreis sichern. Das Grundstück gehört dem Land. Die Stadt Tübingen hat das Konzept mitentwickelt und die Fläche freigegeben. Denn auch der Stadt ist es wichtig, genügend Personal in den Kliniken vor Ort zu haben. Das ist fürs UKT, glaube ich, ein großer Wert ist, wenn man in Zukunft bei einem Bewerbungsgespräch gleich sagen kann, also um das Thema Wohnen müssen Sie sich keine großen Sorgen machen, wir haben da was im Angebot für Sie. Und was ich noch wichtig finde, es ist bezahlbar. So soll die Warmmiete künftig nicht mehr als 335 Euro betragen. Neben den Zimmern gibt es dann vor Ort auch einen Quartiersplatz mit Gastronomie, Minimarkt und Sitzmöglichkeiten. Für die Außenanlage sind eine Kletterwand und ein Badmintonfeld geplant. Die alten Wohnheime mit etwa 220 Zimmern sollen später abgerissen werden. Dort soll dann das Lehr- und Lernzentrum entstehen, ein Leuchtturmprojekt. Das ist die Idee, in einem Gebäude alles, was mit dem Thema Ausbildung und Medizin zu tun hat. Also von der Pflege angefangen bis ganz hin zu den Ärzteausbildungen zusammenzufassen, um die Vernetzung zwischen den verschiedenen Ausbildungsebenen herzustellen. Tolles Projekt, was wir vor zwei, drei Jahren in einem Wettbewerb entschieden haben und was demnächst anfangen soll. Doch erst einmal wird hier am breiten Weg gebaut. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die 9 Gebäude im August 2025 schlüsselfertig sein.